Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin, und du darfst keine Grimassen schneiden. Willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Hi, wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise zu einer neuen Folge dieses erquickenden, erheiternden, informativen Podcasts. Und wir haben letztens irgendwo über irgendeinen Kanal die Frage gestellt bekommen, was ist der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation? Und darauf wollen wir hier und heute mal eingehen, Astrid. Ja, genau, weil viele fragen uns tatsächlich, sind eigentlich Hypnose und Meditation das Gleiche oder sind sie irgendwie unterschiedlich? Bist du dir sicher, dass das so ist? Wenn du Hypnose lange genug studierst, wirst du die Parallelen zwischen einigen Formen der Meditation und der Hypnose erkennen. Aber gleichzeitig wirst du, wenn du Meditation lange genug studierst oder ausübst, wahrscheinlich auch auf die Hypnose stoßen. Das gilt besonders für die Selbsthypnose. Und so stellt sich tatsächlich die Frage nach Hypnose gegenüber der Meditation. Was ist der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Sind sie das Gleiche? Also lass uns da einfach mal ein bisschen tiefer eintauchen in dieses spannende Feld. Okay, ich greife es gleich mal auf. Warum Meditation keine Hypnose ist. Dazu ist wichtig, zunächst einmal gibt es ja viele verschiedene Formen der Meditation. Wie bei den Kampfkünsten gibt es verschiedene Schulen, Techniken und Ansätze. Definieren wir also erstmal für uns, was Meditation ist. Und im Kontext dieses Podcasts, dieser Diskussion, werde ich Meditation einfach mal als den Akt betrachten, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, den Atem zu kontrollieren und den Geist für eine gewisse Zeit zu klären. Dinge wie Hintergrundmusik, Gesang oder das Wiederholen eines bestimmten Satzes laut oder in deinem Geist sind optional, abhängig von deinem spezifischen Glauben und deiner Praxis der Meditation. Außerdem kann sie in einer Gruppe oder allein durchgeführt werden. Aber das macht für uns jetzt hier erstmal wenig Unterschied. Nun, Meditation kann einen Trancezustand erzeugen. Es gibt einige Formen der Meditation, die absolut hypnotisch sind. Doch diese sind das, was ich die meiste Zeit als eine leichte Trance betrachten würde. Mehr als dass die Trancezustände sind da eigentlich nicht beabsichtigt. Das, was Meditation davon abhält, Hypnose zu sein, ist die Absicht, die Intention. Meditation ist nicht fokussiert oder zielgerichtet genug, um die Art von positiven Veränderungen oder dramatischen physischen und psychologischen Effekten zu erzeugen, die eine Hypnose bewirkt. Insbesondere wird eine Meditationssitzung keinerlei Katalepsie hervorrufen und auch der kritische Faktor des Bewusstseins wird weniger durchlässiger und weniger offen für Suggestion. Meditation hat immer noch viele unglaubliche positive Vorteile, aber diese sind eher allgemeiner Natur und weniger spezifisch. Meditation lässt dich großartig fühlen. Aber sie wird dich nicht dazu bringen, in einer einzigen Meditationssitzung zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Stimmt. Und wie du natürlich eben schon gesagt hast, kann Meditation, ich sag jetzt mal so, einen leichten Trancezustand herbeiführen. Aber es ist keine Hypnose. Das, was der Meditation am nächsten kommt, das ist so die Selbsthypnose.
In der Selbsthypnose lenkst du dein Unterbewusstsein, um ein Problem zu lösen oder eine Veränderung zu bewirken. Das ist das Gegenteil davon, deinen Geist von allen Sorgen zu entleeren. Es ist also eher so, dass du einen Teil des Geistes fokussierst, auf den du dich nicht so oft konzentrierst. Einige Meditationspraktiken sind der Selbsthypnose also sehr nah. Allerdings fehlt ihnen der entscheidende Teil, deinen Geist auf eine positive Verbesserung zu fokussieren. In manchen Fällen lässt man den Geist ziellos umherwandern und lässt negative Reize eindringen oder erlaubt es dir, dich in eine Schleife negativer Gedanken zu begeben. Hypnose setzt die Kraft von Trancezuständen auf eine viel mächtigere Weise ein. Indem du nämlich die Kraft deines Unterbewusstseins lenkst, sind unglaubliche und schnelle Veränderungen möglich. Und du bekommst immer noch die energetischen Vorteile einer Meditationssitzung sozusagen dazu als Zugabe. So fühlst du dich großartig und verbesserst gleichzeitig dein Leben. Für mich macht das die Hypnose zu einer wirklich viel mächtigeren Möglichkeit, etwas zu verändern. Hypnose versus Meditation. Warum eigentlich nicht beides? Was ich über Hypnose und Meditation sagen will, ist, dass beides mächtige Werkzeuge sind, um dein Leben fantastisch zu machen und zu bereichern. Und beide haben ihren Platz. Meditation gibt es schon seit Tausenden von Jahren. In religiösen Gottesdiensten und in der täglichen Praxis sind Gebet und Meditation Grundpfeiler fast jeden religiösen Glaubenssystems. Auch Mystiker und Schamanen haben Meditation schon lange in verschiedenen Ritualen eingesetzt. Beliebte Fitness- und Wellnesspraktiken wie Yoga beinhalten oft auch Meditation. Sogar berühmte Neurowissenschaftler wie zum Beispiel Sam Harris werben mittlerweile für Meditation. Wir sehen also, Millionen von Menschen profitieren von der Meditation in ihren vielen Formen. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Sache. Ich hoffe, dass es den Menschen auch weiterhin hilft. Gleichzeitig wird Hypnose für viele Menschen als seltsam und bizarr angesehen. Sie sehen Bühnenshows und Leute, die wie Hühner gackern oder wie Hunde bellen und sagen, Mensch, dieses Hypnosezeug, das ist ja total verrückt. Oder täuschen die das vielleicht auf der Bühne einfach nur vor? Es stellt sich heraus, dass für manche Menschen ist es einfach möglich, auf die Bühne zu gehen und sich lächerlich zu machen. Sie möchten, dass sie erwarten, Mensch, ich bin gespannt, was der Hypnotiseur mit mir macht. Hypnose ist eine urkomische und spaßige Art, wenn man das in der Öffentlichkeit tun möchte. Aber privat nutzen Tausende von Menschen auf der ganzen Welt Hypnose, um ihr Leben auf dramatische Art und Weise zu verändern. Sie hören auf zu rauchen, sie verbessern ihre Gesundheit, sie verlieren Gewicht, sie werden stresslos und noch 100.000 andere Indikationen gibt es, um mit der Hypnose zu arbeiten. Es ist wirklich unglaublich, wie mächtig Hypnose sein kann, um dein Leben heute zu verändern. Und doch muss es überhaupt nicht seltsam sein. Es kann so einfach sein, wie sich für eine 5-minütige Selbsthypnose einfach hinzusetzen. Hypnose kann dein Leben verändern. Und ich finde, dass Hypnose ein mächtiges Werkzeug ist, um dein Leben zu verändern, weil es so einfach ist und deine Veränderungen sofort eintreten können. Zu sehen, wie das für dich selbst geschieht, ist einfach erstaunlich. Und davon abgesehen, gibt es einen Platz in dieser Welt für beide, Hypnose und Meditation. Sie müssen überhaupt nicht im Widerspruch zueinander stehen. Sie sind verschiedene Werkzeuge für verschiedene Zwecke, für verschiedene Menschen. Und wie bei allen nützlichen Werkzeugen, solltest du das Werkzeug nehmen, das für dich funktioniert, wenn du es brauchst. Auch wenn das jetzt eben entweder das eine oder
das andere ist. In diesem Sinne, sag Namaste, Astrid. Namaste, Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.